beim persönlichen Nachdenken immer wieder merke, da ist auf der einen Seite die wissenschaftlich-technische Expertise, wo ich nur als Laie kann indirekt daran teilhaben. Und auf der anderen Seite, was alle Menschen und mich auch als ehemaliger Pfarrer, aber auch als Mitbürger da beschäftigt, wie nimmt man uns dann wahr oder wie müssen wir uns denn selber wahrnehmen aufgrund von dem tiefgreifenden Entscheid? Eben werden wir zu einem Minitekel, also startet noch ja nicht, mein Gott, das ist ja fürchterlich dort. Oder kann es uns gelingen, mit deren Entscheidung zum Tiefenlager ja nicht nur Mitleid oder Opferstatus zu erwirken, sondern ein Stück weit Respekt. Das fände ich wertvoll. Ich denke, alles das, was Menschen produzieren, hat immer schon eine nachhaltige Konsequenz gehabt, die wir nie haben können vollständig abschätzen. Also die Folgeabschätzungen von technischen Innovationen ist nicht erst seit der Atombombe und dem Nutzen von der Atomkraft schon höchst problematisch immer gewesen. Jetzt bleibt mir eigentlich, und das ist ein Stück Resignation, das gebe ich gern zu, zum Tiefenlager Ja zu sagen, als Konsequenz von dem, was unsere Vorfahren in Sachen Entwicklung von der Atomenergie und dem Einrichten von verschiedenen Atomkraftwerken in der Schweiz entschieden haben. Wir stehen in ihrer Folge, wir tragen die Verantwortung für das, was sie damals beschlossen haben. Ich persönlich halte das angesichts vom Klimawandel, von den Problemen von der CO2-Ausstoß sogar für ein unter Umständen abwägbares Risiko, vermehrt auch den jetzt bestehenden Atomkraftwerken und allenfalls von neuen Technologien in dem Bereich eine Chance zu geben.